Welches Haus hättest du bei Hogwarts Legacy gewählt? Also ich bin mir zu 99% sicher. An alle Harry Potter Geniuses und Nerds da draußen können das vielleicht bestätigen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es nur ein einziges Haus gibt, welches zu meinem Typen passt. Ein einziges. Die anderen vier fallen komplett weg. Und ich glaube, ich wäre legit 100% Ravenclaw. Ich weiß nicht, warum so viele Hufflepuff schreiben. Ich glaube, ich wäre zu 100% Ravenclaw. Wir machen dann nebenbei noch mal ein Are bisschen you winning, Magic son? Music. Magic Music. Okay, das ist sehr magisch. Okay, Chat. Dawn oder Dusk? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich glaube, ich muss das sagen. Ach ja, ich darf euch ja gar nicht fragen, Chat, oder? Warte, lass mich ganz kurz. Ich muss ja sehr Are Intuition. you winning, Dawn oder son? Dusk? Ich würde sagen, ich bin so ein. Ich bin Dusk. Give the choice. Would you rather invent a potion that would guarantee you glory, love, power, wisdom? Auf jeden Fall. Which of the following would you most like to study? Meerjungfrauen, Zentauren, Werwölfe, huge. Vampire auch, okay. Goblins jucken mich nicht. Trolls oder Geister? Oh. Nee, Chat, also ich glaube, entweder Meerjungfrauen oder Werwölfe hätte ich Bock. Ich muss jetzt kurz überlegen, welche hätte ich am meisten Bock? Boah, eigentlich finde ich Werwölfe schon mit am interessantesten, Alter. Aber die sind auch krass, ne? Ich nehme Werwölfe, Chat. A troll has gone berserk in the headmaster's study at Hogwarts. It's about a smash crush and tear several irreplacements, item and treasures. In which order would you rescue the objects from the Trolls Club if you could? A nearly perfect cure for Dragonpox. Drachenpocken ist eine Krankheit, oder was? Ja, ist schon wichtig, oder? Also, das ist nicht das. Oh ja, ist schon wichtig. Ist das eine krasse Krankheit dort? So tödlich oder sowas? Weil dann. Warte, was ist das Höchste? Select a potion for the curse. 3 ist wahrscheinlich das Höchste, oder? Nee, 1 ist das Höchste, oder? Ne? Okay, dann nehme ich 2. Student Record going back 1000 years. Yo, das ist einfach. Das ist einfach der Haus. Das ist. Bei Sakamoto Days. Da ist auch scheißegal. Ich würde sagen. Was ist jetzt, Chat? 1 ist jetzt das Höchste oder 3 ist das Höchste? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, was ist die größte Wichtigkeit? Das ist schon wichtig. Ich nehme die 1. A mysterious handwritten book full of strange runes. Ja, Bruder, juckt! What the fuck? Das ist geil. Das ist eine gute. Ich bin froh damit. Ich bin froh damit. Ravenclaws wüssten es. Chat, nur weil man Ravenclaw ist, man ist halt smart. Ja, das Privileg habe ich auch. Hä? Ich habe ja schon gesagt, IQ ungefähr bei 121, Chat. Es ist extrem krass. Nein, was ich sagen will ist. Aber die sind ja trotzdem nicht allwissend. If you had 10 Hagrids, which pet would you choose? Also, das ist komplett einfach. Nicht klar. Katze, Kröte oder Eulen. Kröten sind eigentlich ein krasses Mysterium, aber ich bin kein riesig großer Are you winning, Krötenfan. son? Ich liebe Katzen und ich liebe Owls, aber jetzt müsste ich aufpassen, Chat. Wenn ich eine Katze in Hogwarts habt, dann müsste ich wesentlich mehr auf diese Katze aufpassen als auf eine Eule. Eine Eule, die kommt halt für sich selbst auch irgendwo klar. Deswegen weiß ich nicht, ob ich viel Zeit habe, mich um meine Katze zu kümmern dort. Es geht aber nicht darum. Okay, gut, dann muss ich Katze nehmen, weil für mich, ja, ich bin Katzenfreund, ich liebe Katzen. Aber Felina war heute so anstrengend, Chat. Ich kann es nicht. If you're thinking about which pet would you choose to take with you? The Ginger Cat, the White Cat. Siamesische Katzen liebe ich. Tabby-Katzen, auch unfassbar schön. Eine schwarze Katze, auch, hat auch was, ne? Ich glaube, ich nehme die Siamesische. Boah, aber die Ginger, also die, auch die weiße Katze, unfassbar schön. Unfassbar schön. Are you winning, son? 31er. Yo, Blaze and Flame! Ey, ja, das bist einfach du als Katze, Vamp. Crazy. Weiße oder siamesische Katze, Chat?
Ich bin gerade am Überlegen. Ist ein Puls war siamesische, nämlich. You and two friends need to cross a bridge guarded at the river troll who insists fighting. One of you before he will let you all of your pass. Do you volunteer to fight? Attempt to confuse the troll into letting all three of pass without fighting? Suggest that all three of you should fight? Suggest drawing lots of to decide which of you will fight. Nee, ich würde versuchen, ohne Kampf das Ganze zu gehen. Four goblets and place before you. Which would you choose to drink? The smooth, thick, richly purple drink that gives off a delicious smell of chocolate and plums. Geil! The mysterious black liquid that gleams like ink and gives off fumes that make you see strange visions? Nein. The foaming, fronting silver liquid that sparks as throat contains grunt. Nein. The golden liquid so bright that it hurts the eye and which makes sunspot dance all right. What the fuck? Auf jeden Fall den ersten, Digga. White or black? Black. The sorting has rage to make a decision. Chad, what the fuck? Das war's schon. Also, 3, 2, 1, Ravenclaw, Chad. Ich sag's euch. Let's go. Warum Hufflepuff, Chad? Warum Hufflepuff? Wieso ist das immer Hufflepuff bei mir, Chad? Warum hat das eigentlich jeder von euch gecallt, Chat? Warte mal, warum hat das jeder von euch gecallt? Woher wisst ihr das? Das ist... Chat, das ist doch Cap. Was ist das? Passt einfach. Okay, Chat, was macht denn Hufflepuffs auf? Ah, das steht ja wahrscheinlich. You probably know that some Hufflepuffs most re-owned members include Nympadon Tanks und Cedric Diggory. Weil du nicht fighten wolltest. Wow. Sind nur die komischen... Weil Hilfe immer hilfreich nice sind, leicht verpeilt, sweet, aber immer loyal. Okay. Okay, actually Jaija Chats in this bitch. Holy shit. Actually Jaija Chats in this house. Hä? Cedric, Newt und die kenne ich nicht so ganz. Die habe ich aber auch. War die beim Trimagischen Turnier, war sie? Ich glaube, Chat, das wäre wie bei Harry bei mir. Dass du sagst, okay, ich könnte dich in Hufflepuff. Aber die könnte ich auch in Ravenclaw stecken. Und dann sage ich so, nicht Hufflepuff. Nicht Hufflepuff. Und dann sagt er so, okay, Ravenclaw, bam.